Die Autos. Also unten scheint jemand zu sein. Was war denn noch ein Wald? Klarscheiben, stimmen. Okay. Ja. Ich bin so ein Schisspunkt, Alter. Bist du? Schatz. Er hat uns nicht gesehen, er geht in die Tanke. Moin und moin. Zusammen sagen wir moin moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ja, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir müssen ein bisschen leise sein, weil wir sind in einem verlassenen Autowerkstatt, Autohaus. Mit Ersatzteillager im Hintergrund könnt ihr es bestimmt schon erkennen. Direkt an einer Straße gelegen. Und voll auf dem Präsentierteller. Richtig, deswegen drehen wir hier drinnen einmal schnell ein Intro und Outro, weil draußen sieht uns einfach jeder. Ja. Und ja, wir würden sagen, viel Spaß mit dem Video. So, wir sind jetzt in dem Autohaus angekommen. Also man muss echt gucken, da draußen ist gleich die Straße, dass man uns nicht sieht. Aber hier stehen einfach die Autos, die hier einfach verlassen wurden und nie wieder abgeholt wurden. Also jetzt mal ehrlich. Wer vergisst denn bitte seine Autos? Also, wisst ihr, was ich meine? Du bringst dein Auto in die Werkstatt und dann willst du es doch wieder abholen. Das ist schon verrückt. Hier steht alles voll. Alles voller Ersatzteile und so. Das ist der Hammer. Also es ist kaum zu glauben, aber hier steht wirklich alles rum. Ersatzteile, soweit das Auge reicht. Crazy. Was? Unten ist jemand. Hast du das nicht gehört? Also unten scheint jemand zu sein. Ja. Hier, woran hast du das denn gehört? Was war denn da für ein Wald? Klarscheiben, stimmen. Okay. Ja. Sollen wir mal Moin sagen oder was? Ja, wir gucken einfach mal. Ich hasse sowas, ne? Soll ich vorgehen? Ich bin so ein Schisspunkt, Alter. Bist du? Moin! Nicht erschrecken. Moin! Moin! Hallo! Wie heißt ihr noch, Vanessa? Ist da noch was oder so? Das ist korrekt. Na, zu Tode erschrocken? Ja, richtig zu Tode erschrocken. Aber das ist einfach so. Es ist ja einfach eine Location, die gerade einfach richtig bekannt ist. So. Also hier hätte der Ölwechselbus gefühlt gerade stündlich. Ja, ja. Ja. Grüße gehen raus an die beiden Jungs, die uns auch erkannt haben. Ja, ihr habt uns trotzdem Herzinfarkt eingejagt. Ich bin immer so ein Schisser. Ist immer nicht so gewesen. Deswegen darf Jackie dann gerne vorgehen. ja, aber alles gut. Wir gucken uns weiter um. Und ja, auf jeden Fall noch hier gibt es bestimmt noch einiges zu erkunden. Let's go. Aber wisst ihr, was ich ganz entspannt finde? Wenn du wirklich Leute triffst, die sich das hier auch gerade angucken, ist so die erste Anspannung einfach immer weg. So, das heißt, du weißt, hier läuft jetzt noch jemand rum und irgendwie ist dann dieses Anspannungsgefühl von, ich könnte erwischt werden, einfach weg. Es ist eigentlich totaler Humbug, weil du könntest ja trotzdem erwischt werden, aber irgendwie beruhigt einen das ein bisschen. Naja, genug der guten Worte, wir gucken weiter.
und berichten wieder. So, auch hier steht wieder ein Auto rum. Wir gehen mal von oben rein. Zu sehen. Hier hängt auch ein Hängen am. Schatz, Hilfe. Leute, ich hänge hier fest. Könnt ihr das sehen? Schatz, Hilfe. Ich hänge hier fest. Soll ich sie freilassen oder soll ich sie da lassen? Boah. Jetzt kannst du dich wieder bewegen. Ah, super. Danke für die Rettung. Ja, hier wurden wahrscheinlich gerade die Reifen gewechselt, von Winter auf Sommer oder von Sommer auf Winter, man weiß es nicht, aber es wurde nie zu Ende gebracht. Aber warum? Wieso ist sowas schlagartig verlassen? Verstehe ich nicht. Wirklich nicht. Erklärst du mal. Auch hier die Maschinen noch. Hier hängen viel von Werkzeug. Die Hebebühne. Ja, und hier wurden wahrscheinlich Reifen gewechselt. Die markierten vorne links, hinten rechts, hinten rechts. Haben wir alle, ne? Ja, aber private Sachen scheinen in dem Auto nicht mehr gelegen zu haben. Aber trotzdem. Komplett verlassen. Hier ist sogar das Papier noch drin. Ich geblendet, sorry. Das ist super eklig, über diesen Boden zu laufen hier. Alles voll. Alles voll. Aber warum das einfach so zurückgelassen worden ist, ne? Gott, ist das krass. Ja, erklär's mir. Ja, ich weiß es nicht. Mir wurde es nicht gesagt. Hier. Bremsen. Liegen noch Auspuffs, Felgen. Und ich weiß gar nicht, wie ich hier langlaufen soll. Alles voll. Nagelneue Reifen. Es ist so krass, Leute. Es ist wirklich so krass. Also ich komme ja wie ein bisschen vor wie hier bei den Ludolfs, Alter. Je
Hier liegen einfach noch Bremsscheiben. Wie geil ist das denn? Also wir sind jetzt im Verkaufsraum. Also wir sind hier gerade richtig auf dem Präsentierteller. Aber richtig, also von der Straße aus können uns alle Leute sehen. Ja, wir gucken uns das trotzdem hier an. Wir lassen filmen das alles trotzdem für euch. Und ich würde sagen, let's go, oder? Gehen wir mal hier schnell durch. Hier steht auch noch die komplette Vitrine mit den ganzen Teilen, die sie verkauft haben. Und hier stehen ursprünglich mal noch ein paar Neuwagen. Zündkerzen, Scheibenwischer, Prospekte. Und das hier war mal ursprünglich ein Neuwagen, der komplett ausgebaut wurde. Der neue Kia Carnival. Wahnsinn, Leute. Wer weiß, wie lange der hier schon steht. Wird draußen als Neuwagen angepriesen und er steht hier und sieht einfach aus, als ob er schon gefühlt 20 Jahre alt wäre. Also lässt es darauf schätzen, wie lange das hier verlassen sein muss. Wahnsinn, ey. Mach mal die Lampe aus hier. Von 2017. Alter, das ist ja echt übelst krass. Ne? Auch die ganzen Unterlagen, die hier noch alle rumliegen. In dem anderen Raum liegen noch diese Kurzzeitkennzeichen und so. Muss mal gucken. Okay. Ja, ich guck mal. Kennzeichen. Das ist der Wahnsinn. Was denn? Das Auto hat auch so Blaulicht. Das ist keine Polizei oder so, ne? Nein. PSN. PSN MV. Ja, du hast nicht gesehen, da geht die Tanke. Du bist echt so eine Schießbuchse, Mann. Ja, man muss ja aufpassen. Das ist ja trotz alledem ist es nicht erlaubt, was wir machen. Und wenn das hier verlassen ist und schon länger und irgendwer die Polizei ruft oder so, müssen wir ja trotzdem aufpassen. Man darf nie den Respekt und nie die Achtung verlieren unter den Orten. Natürlich nicht. Wenn man lieber einmal zu viel Vorsicht als einmal zu wenig. Ja, ich finde auch, wir sollten gleich aus dem Verkaufsraum wieder verschwinden. Ja, ich mache noch schnell ein paar Aufnahmen. Okay. Aber das ist so krank. Hier im Kühlschrank steht auch noch ein bisschen was rum. Kleine Küche. Ja, wahrscheinlich auch für Mitarbeiter, ne? Auch noch alles drin. Spülmittel. Ah, hier war alles Gummipflege, Kunststoff, Öllecksucher, Scheibenschaum, Bremsschaum. Schlossspray. Alles da. Also hier kannst du bestimmt noch ein Auto zusammenbasteln. Ja, hier fehlen leider schon die ganzen
ganzen, wie nennen wir das denn? Diese Behälter. Und dann stehst du in der Werkstatt. Wo sie einfach ihr Auto nicht wieder abgeholt haben. Crazy. Das ist schon verrückt. Kia, Kia, Kia. Also das muss wirklich ein Kia-Autohaus gewesen sein mit anschließender Werkstatt. So ihr Lieben, wir sind wieder draußen. Faszinierende Location. Also Wahnsinn. Sprachlos. Wie viele Ersatzteile da noch rumfliegen, die Autos, die da noch drinnen stehen und die Frage, warum ist da alles zurückgelassen? Genau. Holen die Menschen ihre Autos nicht ab, nachdem sie in die Werkstatt gebracht haben? Oder vielleicht sind das auch noch Autos, die hierher gehören? Man weiß es nicht. Genau. Wenn ihr irgendwas gehört habt, wenn ihr irgendwas wisst, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Würde uns auf jeden Fall interessieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst das Abonnieren nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Abenteuer. Ja, wir fahren jetzt weiter zur nächsten Location. Ciao, ciao. Adventure Lovers SH.